Willkommen zu diesem sehr coolen neuen Format hier auf meinem Kanal, was wahrscheinlich auch einige interessieren wird, dadurch, dass es wirklich relativ spannend ist. Falls ihr das Format feiert, ist es jetzt wie gesagt das erste Mal, dass ich das mache, so gesagt. Lasst auf jeden Fall einen Like und auch ein Abo da und falls ihr es nicht mehr verpassen wollt, aktiviert auch die Glocke. So, und zwar ist das Format folgenderweise. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel erkannt. Es geht darum, dass so wie du halt drauf bist, also welcher Typ du bist, welches Ninjago-Set ich dir dann empfehlen würde. Das ist natürlich alles nur meine Meinung und meine Einschätzung, aber ich denke mal, ihr werdet es einfach schon erkennen. Also es ist schon so ein bisschen Wahres dabei wahrscheinlich. Das sind alles wahrscheinlich auch Lego-Einschaften und ist es auch gar nicht schlimm, falls ihr euch das nicht leisten könnt. Tetragas ist einfach nur eine Empfehlung von mir. Und deshalb fangen wir erstmal mit der Ninjago-Reihe an. Falls du wirklich sehr wenig Platz hast, trotzdem dir wirklich viel von Ninjago kaufen willst und auch noch relativ coole Ninja-Minifiguren haben willst und dabei dich nicht nur auf eine Staffel beschränken willst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, Mechs zu kaufen. Mechs sind ja diese großen Roboter und haben von einer kleinen Steinanzahl, also sagen wir von 20 Euro bis auch 100 Euro. Also zum Beispiel ist ein kleiner Mech sogar, startet es schon bei der 4-Plus-Reihe, jetzt zum Beispiel dieser Ninjago Legacy. Der nimmt jetzt zum Beispiel nicht viel Platz weg. Ihr habt hier trotzdem zwei ganz gute Minifiguren und natürlich ist es leicht zu bauen. Also ist das Alter auch nicht so schlimm. Es sind wie gesagt kein Platz weg und allzu viel sollte es jetzt auch nicht kosten. Wir haben auf der anderen Seite auch zum Beispiel noch Zanes großen Eismech, beziehungsweise Leuchtmech ist es dann ja geworden. Der kostet 80 Euro. Klar, es ist jetzt nicht 100 Euro. Der kostet 80 Euro. Wir haben sehr viele Sterne dabei, coole Bautechniken und auch meiner Meinung nach ganz gute Figuren. Und er nimmt halt trotzdem nicht so viel Platz weg. Er nimmt natürlich ein bisschen mehr Platz weg als jetzt dieser kleine Mech, aber dafür hat er auch viel, viel mehr Steine. Und das liegt halt daran, dass der auf zwei Beinen steht. Und zum Beispiel, welchen ich euch für 100 Euro, den bekommt man jetzt ungefähr auf eBay, für 100 Euro empfehlen kann, ist Kais Flammenmech aus dem Lego Ninjago Movie. Ich meine, der Movie hat mich jetzt nicht so gepackt, aber für Fans ist es bestimmt ganz cool. Und die Minifiguren sind auch ganz lustig. Falls du wirklich jemand bist, der Landschaften, aber auch Ninjago mag, der schon ein bisschen mehr Platz hat und auch vielleicht ein bisschen mehr Budget hat, dann empfehle ich dir einfach Tempel zu sammeln. Ich zum Beispiel bin der absolute Tempeltyp, weil ich liebe Lego Ninjago Tempel. Klar, man kann auch ein bisschen variieren, wie jetzt der Preis sein soll. Ich meine, zum Beispiel damals gab es auch, glaube ich, für 40 Euro so einen Schlangentempel. Den habe ich auch gehabt. Damit konnte man mega gut spielen. Er sah aber auch wirklich Hammer aus mit diesem Brickbuild-Schlange obendrauf. Die Figuren sind auch immer relativ cool bei Tempeln, weil Tempel sind halt meistens die größeren Sets mit sehr vielen Minifiguren. Falls du auch noch ein Kind bist, dann kannst du damit super spielen. Ich meine, du hast einfach eine Basis von Ninjan oder halt auch von den Bösewichten. Kommt auf den Tempel an, aber ich denke mal, da ist deiner Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Falls du ein bisschen älter bist und du das einfach ins Regal stellen willst, dann ist es doch auch mega cool, so diesen Feuer, das Verlies des Totenmagiers zum Beispiel zu haben. Ich meine, als Kind kannst du damit unendlich viel Spaß haben und du kannst ihn hier auch einfach nur richtig schön hinstellen. Ich meine, das sieht echt schon schön aus. Übrigens ist auch meistens der Vorteil, ist jetzt zum Beispiel auch der Vorteil von der Staffel 13 von Ninjago, dass bei dem Verlies des Totenkopfmagiers als Beispiel rausgepickt, dass du es ganz zusammenstecken kannst. Das heißt, du kannst dir auch nochmal so eine kleinere Erweiterung kaufen. Und deshalb sind Tempel echt ziemlich schön. Und jetzt nochmal meine Tempel-Tipps. Falls ihr wirklich viel Spaß haben wollt und Action reicht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall das Verlies des Totenkopfmagiers. Falls ihr genau so eine Mischung daraus wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall, also falls ihr was wollt, was im Regal mega schön aussieht, aber was ihr teilweise auch rausholen könnt und damit spielen könnt, dann empfehle ich euch nur den Eistempel, also der Tempel im ewigen Eis. Falls ihr eher was haben wollt, was ihr ins Regal stellen könnt, dann empfehle ich euch nur den Feuertempel.
meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass es wirklich das absolute krasseste Set ist. Ich meine, es ist halt wirklich von den Jago das mit bestaussehendste. Es ist zwar schon relativ alt und vielleicht auch ein bisschen teuer für den einen oder anderen, aber wow, wirklich krass, voll mit den Drachen. Falls ihr euch wirklich nur hinstellen wollt, dann empfehle ich euch vielleicht auch einfach nach eBay mal zu gucken, dass es das ohne den Drachen gibt. Dann kriegt ihr es vielleicht sogar noch billiger. Falls ihr relativ jung seid oder halt auch älter seid und es einfach liebt, mit Ninjago zu spielen, aber auch ganz schöne Builds haben wollt mit mega coolen Minifiguren, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Ninjago Drachen. Ich persönlich sammle auch Drachen von Ninjago und habe wirklich schon relativ viele und habe auch schon selber welche gebaut. Und muss wirklich sagen, Drachen sind wirklich schön. Weil ihr habt erstmal immer den Drachen, der meistens mega schön gebaut ist, aber auch noch eine Funktion hat. Zum Beispiel Jays Drache. Ich nenne jetzt einfach mal Jays, also der Elektrodrache aus dem Land der Drachen. Der hat halt eine mega coole Funktion, dass er seinen Schwanz peitschen kann. Er kann aber halt auch einfach Springload Shooter schießen. Falls ihr euch mal was zum Hinstellen wollt, dann sieht der halt auch ziemlich gut aus. Und sie sind meistens auch nicht so teuer. Also ich kenne jetzt persönlich nicht unbedingt, wenn es jetzt nicht unbedingt der vierköpfige Drache ist, dann kosten sie meistens auch unter 100 Euro. Und haben noch einen Vorteil, und zwar sind da meistens mehrere coole Minifiguren dabei und auch noch Extras. Also zum Beispiel, sei es jetzt ein kleiner Stand oder noch irgendwie ein anderes kleineres Fahrzeug. Die nehmen jetzt auch nicht ultra viel Platz weg, aber so ein bisschen müsstet ihr euch auf jeden Fall schon Platz nehmen. Falls ihr mehr so ein Typ seid, der wirklich nur mit Lego spielen will, das aufbauen will, aber es auch nicht zu schwierig sein sollte und dann wirklich mega coole Funktionen haben soll, dann empfehle ich euch einfach nur Motorräder. Ich meine, Motorräder gibt es jetzt nicht unbedingt so oft in der Form bei Ninjago. Zum Beispiel jetzt, klar, es gibt relativ viele Motorräder aus der aus Gamadans Motorradgang oder auch jetzt zum Beispiel dieses aus Staffel 14. Aber meistens haben die wirklich mega coole Funktionen eingebaut, wie zum Beispiel jetzt, sei es vorne einige Zahnräder oder Springload Shooter. Wirklich, da sind so viele Funktionen dabei und ihr könnt damit richtig cool spielen. Die Minifiguren sind meistens auch noch exklusiv. Und eigentlich gibt es schon fast in jeder Season ein Motorrad von Ninjago. Oder halt ein anderes Fahrzeug, wie zum Beispiel so ein Flitzer oder ja, ein Jet vielleicht auch noch. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Die liegen mal von 20 bis 40 Euro so dazwischen. Und das soll es von dem Video schon gewesen sein. Schreibt mal rein, ob ihr noch einen zweiten Teil von den Jago haben wollt, weil es gibt noch so ein paar Lücken, wie zum Beispiel Destiny Bounty oder sowas. Oder ob ihr mir sagt, jetzt wollen wir nochmal sowas, aber halt mit einer anderen Serie halt noch, weil ich habe jetzt mal mit dem Jago einfach angefangen.